ich pack's jetzt. Ja, Sie haben halt noch alle an vor. Was ich? Okay. Wow. Respekt. Ihr hättet ruhig 5 Minuten später kommen können. Oh, da hätten wir bestimmt was verpasst. Also, Paps, ich finde, du siehst einfach... unwiderstehlich aus. Genau. Bis nachher. Gute Nacht. Dass wir uns heute Abend nicht mehr sehen sollten. Es wird bestimmt nicht spät. Oh, lass doch ruhig Zeit. Gut Ding will Weile haben. Ich geb's auf. Heute ist er fällig. Oh, da wäre ich mir bei Paps nicht so sicher. Herr Polizist, was gibt's zum Abendessen? Carola, brauchst du noch lange? Eine Minute. Was machst denn du da? Du, ich häng gerade das Bild ein bisschen. Ja, das stört nicht. Du siehst toll aus. Das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Tja, ist ja unser erster Urlaubstag. Hm? Ist das Kleid denn passend? Absolut perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch ein bisschen Glück. Guten Abend. Guten Abend. Und hier oben darf dich also niemand stören. Nur bei Feuer und Hochwasser. Oder an so einem schönen Abend wie heute. Herein. Guten Abend, Herr Kramer. Guten Abend, Tanja. File de beau à la manière du chef. Ja, gieß ich mal den Wein ein. Es geht halt nichts über gute Teamarbeit. So, wenn wir ins Restaurant gegangen wären, würden wir jetzt erst bestellen. Aber nachher gehen wir in die Disco. Sag mal, Bernd, was hast du denn vor? Ist doch klar, der kommt mit. So wie ich das sehe, hat er noch immer keine Freundin. Wer sagt denn dir, dass ich überhaupt seine such? Ja, es gibt Leute, die nur wegen der Atmosphäre ins Casino gehen. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Zu welchem Zweck? Ja, das Schicksal herauszufordern. Komm, probier's mal. Das gibst du dem Kopier und sagst ihm, welche Zahl du hast, welche du setzen willst. 100 Mark? Sollten wir nicht ein bisschen... Nee, wir sollten nicht ein bisschen sparen und zu Hause sitzen und Trübsal blasen, sondern wir entspannen jetzt und genießen die Spannung. Also komm, geh. Welche Zahl? Na, irgendeine. Die Zimmernummer vom Hotel zum Beispiel. Ja. Also 15. Einsätze bitte, Marke Wetz, please. 100 auf Monk. 100 auf die 1. Bitte wechseln. Schönen Restaurant. David zu 50. David zu 50, bitte. 100 auf Wetz. 2500, bitte eine nach vorne. Wechseln zu 1000, ein Stück auf. 5 und 7.
1.000 sind sie weg. 501 aus, für 1 ausgewechselt. Nochmal Best Place, keine Einsätze mehr bitte, Madame, es geht nicht mehr wieder. So, beenden bitte. Black, 15 Schwarz. Na, Elis. 6 Lines, great, great. Sag mal. Lass bitte, das macht Tanja. So ein Hotel hat schon seine Vorteile. Nun weiß ich nicht mehr, für wen ich es noch führe. Für den Flori natürlich, für wen denn sonst? Florian, ihr hasst es fast so sehr wie das Internat. Ach, jetzt wart doch mal, er ist doch erst 16. Das ist schon komisch. Nach 20 Jahren Arbeit ist der Betrieb endlich so, wie ich ihn haben wollte. Und jetzt ist kein Nachfolger da. Übrigens wohnt bald eine sehr prominente Künstlerin bei mir. Zum Verdruss meiner garmischer Kollegen. So, und wer ist es? Eine Sängerin. Ich glaube, die ist sehr süß. Ihr Manager hat mir ihre Platte geschenkt. Niki, muss ich die kennen? Der Kursaal ist schon ausverkauft. Ich bleib lieber bei Mark Knopfler oder Kenny Rogers. Das ist meine Musik. Schade. Ich wollte dich zu dem Konzert übermorgen einladen. Was für ein Unglück, dass es keine Karten mehr gibt. Was für ein Glück, dass ich noch ein paar Freikarten habe. Komm, jetzt spiele ich sie dir mal vor. Vielleicht schafft sie es ja, dich umzustimmen. Pretty Six Black, 26 Schwarz. 6 Line Speed, Corner Split, straight up. Findest du nicht, dass wir heute schon genug verloren haben? Ich möchte nach Hause. Also komm jetzt bitte. Ja. Komm, versuch's nochmal. Mir kommt dein Geburtstag, die 7, die heilige 7. Zahl der. Ich hab keine Lust. Jetzt sei kein Spiel. Ja, doch, Schwarz. Hier, komm. Ich dachte, ich nehme lieber deinen Geburtstag. Aber die 19 hat im Vorletzten zu spielen. Was hast du gegen die 7? Du bist einfach nicht logisch. Ich wollte die 7 nicht, weil das mein Geburtstag ist. Das ist für mich sogar sehr logisch. Aber du musst mir doch glauben, dass die 19 nicht andauernd gewinnen kann. 19 Red, 19 Rot. Das bin ich! Ich hab gewonnen! Ich fahre den Bernd mal zum Tanzen auf. Ich kann ja dem Charlie sagen, er soll eine Damenwahl einlegen. Ich hab doch schon gewählt. Du wirst der Lisi doch mal einen Korb geben, oder?
gar nicht vorgehabt, Conny. Hallo. Kommst du aus der Disco? Nicht direkt. Eigentlich komme ich vom Fernsehen. Das hört sich jetzt alles sehr blöd an, aber ich habe immer nur dich gesehen. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dich jetzt zum letzten Mal. Ich wollte dich auch was fragen. Kannst du uns Karten für das Konzert in Kursa besorgen? Ich habe übermorgen meinen freien Tag und ich würde sie so gerne sehen. Hm? Ja, wen? Die Niki. Kennst du sie nicht? Ja, freilich. Eigentlich kenne ich sie gar nicht, aber sie ist mir jetzt schon sympathisch. Also, ich besorge die besten Karten. Erste Reihe, Mitte, jetzt. Ja, sofort. Morgen reicht auch. Guten Morgen. Gute Nacht. Also, vierte. Tschüss, Alois. Also komm, jetzt gehen wir eine Flasche Champagner trinken. Warum haben wir den nicht im Casino getrunken und dafür weniger gespielt? Also bitte hör auf, wir liegen gut, wir haben noch ein paar hundert Mark. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du nur noch über Geld redest? Ich hatte mir unseren gemeinsamen Urlaub eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Du, ich würde auch nicht an Geld denken, wenn wir was hätten. Ja, so wäre es natürlich besser. Was meinst du? Ja, er da. Er bringt das Geld zur Bank und nicht ins Casino. Haben wir das Licht brennen lassen? Oder ist dein Vater schon da? Sag mal, du hast doch wohl nicht im Ernst geglaubt, dass der im Böglerhof übernachtet. Na, nein, das nicht, aber ist ja wurscht. Kommst du noch auf einen Sprung mit zu mir? Ach, Conny, ich bin wirklich müde, ehrlich. Sehen wir uns morgen? Ja, ja. Ist was? Ja, Samstagabend. Und wenn ich jetzt heimfahre in meine Bude, dann bin ich ganz allein. Ach du Arme, mir kommen die Tränen. Du könntest doch morgen ausschlafen. Oder willst du warten, bis euer Untermieter heimkommt? Sag mal, was soll denn der Quatsch? Willst du mir etwa einen Vorwurf machen, nur weil ich mit ihm getanzt habe? Du hast ja doch gleich Ersatz besorgt. Der amüsiert sich jetzt wie ein Schneekönig. Und wir streiten. Tun wir doch gar nicht. Aber du steigst aus. Sag mal, Conny, nimmst du mich eigentlich für voll? Also, was ist? Sehen wir uns morgen? Ich muss erst noch warten, bis ein paar Urlauber ihre Mountainbikes abholen. Aber dann, schön, schaue ich vorbei.
Suchst du Zerstreuung in der Arbeit oder hat dich Christen zu einer neuen Erfindung inspiriert? Nee. Weder noch. Ach, sag mal, Paps. Hattest du eigentlich einen amüsanten Abend? Kommt drauf an, was du unter amüsant verstehst. Ein gemütliches Abendessen war es halt. Dabei kann man sich auch sehr gut amüsieren. Wir haben uns gut unterhalten. Zufrieden? Ja. Ich räume noch schnell die Küche auf. Ich mach Schluss. Ach, sag mal, habt ihr für morgen schon was geplant? Easy. Die Frau hat das Hotel voller Gäste. Dann könnten wir doch was machen. Ja, hast du dir nichts vor? Ach, Pop, ich würde so gern mal wieder mit dir was unternehmen. Und was? Lass uns doch einfach irgendwo hinfahren. Aus? Ja, Radfahren können wir schon ein bisschen. Wunderbar, dann merken Sie gleich, worauf es ankommt. Ja, und wenn es extrem steil wird? Größtes Zahnrad, erster Gang, genau wie beim Auto. Falls ich nicht da bin, wenn Sie zurückkommen, lehnen Sie die Räder an die Tür, sperren Sie es ab und werfen Sie den Schlüssel in den Briefkasten. Sagen Sie mal, wie lange fahren wir denn zu dieser Alm da? Ja, mei. Ja. 2 Stunden, hätte ich sagen. Genau. Und woran sehen Sie das? Langjährige Erfahrungswerte. Na, ist ja gut. Also, komm, fahren wir. Viel Spaß. Ja, danke. Aber passen Sie auf, an manchen Stellen geht es unheimlich tief runter. Wir sind ja gut versichert. Oh mein. Die Strapazen von gestern schon überwunden. Ja. Jedenfalls muss ich jetzt zum Dienst. Am Sonntag? Ja. Du, die Lissi ist mit Martin mitgefahren. Aha. Hat es was für mich hinterlassen? Ja, bei mir nicht. Oh, Weiber. Wirst du schon überleben. Worauf du dich verlassen kannst. Also, servus. Also, ich geh noch heißer weiter. Ist sie blond oder rothaarig? Bloß kein Neid. Aber morgen bist du da, gell? Ja, versprechen kann ich nix. Seppi, warte mal. Das ist ja schon super. Was ist dabei? Was? Ja, was? Oh. Das darf aber keiner wissen, was das her hast. Still ruht der See. Hoffentlich machen die keinen Ärger für die, die reserviert waren. Ja, was sagst du denn? Naja, dass der Computer was verbockt hat, dann wissen sie auch nicht, wo sie sich beschweren sollen. Du, und die nächste Inspektion von meinem Kahn, die ist umsonst. Ja, super. Ja, logisch. Ah. Ah. Ja, hier ist richtig. Und alles wird zu klein. Und die Probleme kriegen auch nur noch Spielzeuggröße. Ach, Ralf, fang doch nicht schon wieder damit an. Vielleicht sollten wir hier endlich mal Klartext reden, ne? Ja? Ja, der Wahrheit ins Auge sehen. Ich meine, seitdem wir verheiratet sind, leben wir über unsere Verhältnisse. Ist das etwa meine Schuld? Das ist doch gar nicht die Frage. Aber irgendwann kommt die Rechnung und jetzt ist sie fällig. Da ist doch noch dieser Auftrag. Du, dieser Auftrag, der kostet Geld. Da muss ich Vorkosten erstmal hinlegen. Ich habe kein Geld, die Bank gibt mir nichts mehr. Was wir gekriegt haben, haben wir verballert, oder? Weißt du, ich habe ja früher schon mal gespielt. Ne? Als Fortuna ist mir noch was schuldig. Fortuna? Ja, die Römer haben ihre Glücksgöttin so genannt, oder? Ja und? Ja,
Weißt du was Besseres? Ist es wirklich so schlimm? Sag mal um 15 Uhr, dann macht das Casino ja schon auf. Hallo. Ah? Und? Ist alles gut gegangen? Klar. Wenn ich mich nicht sehr täusche, waren Sie heute früh noch in Begleitung? Ja. Mein Mann hatte eine geschäftliche Verabredung. Ist er da mit dem Radl hin? Nein, das steht noch vom Hotel. Ich bring's Ihnen nachher. So eilig ist auch wieder nicht. Also, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre. Was würden Sie dann tun? Bestimmt kein Surfbrett abschleifen. An einem schönen Sonntagnachmittag. Aha. Ja, ich kann Sie ins Hotel fahren und das zweite Radl gleich mitnehmen. Mein Service ist nämlich in der ganzen Gegend bekannt. Und geschätzt. Gehört das auch zu Ihrem Service? Nein. Montana Fass, 31, schwarz, Stiedernet, Paré, Cheval, en blanc. Sie doch schnell gern bei der Bergwacht vorbeischauen. Darauf habe ich gewartet. Bin gleich wieder da. Gewinnen auf Schwarz. 15, 12, 14, 16, 17.500. Zusammen 26.000. Bitte sehr. Ralf? Einen schönen Tag gehabt. Vor allem einen ruhigen. Genau wie ich. Ja, ist ja grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, sofern einem vorher gesagt wird, wonach der Prinzessin gerade ist. Wo? Oben in ihrem Zimmer. Conny! Ja? Wir haben morgen einen Unterrichtsabend, bist du da? Ja, sieht ganz danach aus. Grüß dich. Hallo. Ich bin ja wirklich nicht empfindlich, aber wenn du mich schon herbestellst. Ja, ich weiß, ich hätte anrufen sollen. Tut mir leid. Und was hast du unternommen? Ach, ich habe mir ein bisschen nützlich gemacht. Davon bin ich überzeugt. Manchmal frage ich mich. Ja, ich mich auch. Und? Ja,
Nix und. Man wird sie doch nur selber fragen dürfen. Aber vielleicht sagst du mir das nächste Mal vorher Bescheid, wenn du deine Launen hast. Warum? Du kommst doch sowieso auf deine Kosten. So oder so. Ich hab zwar keine Ahnung, wovon du redest, aber man soll ja Frauen nicht widersprechen. Guten Abend, Frau Mattes. Ach, guten Abend. Conny! Ah, Christel! Brauchst du einen Tisch? Nein, danke. Ich schaue nur nach einem Kunden, der bei euch wohnt. Vielleicht ist er zufällig da. Schau dich um. Hallo, Conny. Servus. Guten Abend. Guten Abend. Schon wieder Geschäfte? Ja, oder besser gesagt noch immer. Also entweder ist Ihr Mann unheimlich tüchtig oder sehr langweilig. Naja, jedenfalls ist er nicht langweilig. Aha. Tüchtig. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Urlaub in unserem schönen Ort. Danke. Spielen Sie Tennis? Ja, auch. Wissen Sie, ich bin zwar nicht wahnsinnig gut, aber wenn Sie mal keine Partnerin haben, dann würde ich mich sehr freuen. Wann passt es Ihnen? Jeden Tag, ab etwa 15 Uhr. Ich kümmere mich darum. Gut, dann höre ich von Ihnen. Ganz sicher. Okay? Okay. Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Ja. Na, haben wir was gewonnen? Ja, beinahe habe ich gewonnen. Mit mir hätten Sie eine Glücksteine. Ja, die könnte ich gebrauchen jetzt. Ja, ja, was machen wir bald? Ne? Felix. Ich hab kein Geld mehr, Sie sind ein anderer Mann. Ne? Ich hatte ja schon mal eine Glückssträhne, aber es war nur ein Strohfeuer. Und dann ging's bergab. Lass uns abhauen. Die Hotelrechnung müssen wir auch noch bezahlen. Ach du, mit deiner Hotelrechnung, du, die Frau Meierhofer, die wird uns schon nicht ans Messer liefern. Außerdem ist mir das jetzt auch scheißegal. Hm? Sag mal, meinst du, man spürt den Aufprall? Ich hab für makabre Scherze überhaupt nichts übrig. Ja. Ich dachte, das hier sei dein Lieblingsplatz. Das ist mein Lieblingsplatz. Du. Der bietet so viele Möglichkeiten. Weißt du? Komm. Ich würde es ja wie einen Unfall aussehen lassen. Und die Versicherung müsste das Doppelte zahlen. An wen? Hör bitte auf. Ich glaube, ich erreiche mein Ziel auch ohne. Und falls nicht? Tja, dann findest du mich hier. Irgendwo. Ich kann dich kommen hören. Kann ich dir was anbieten? Danke, nein. Ich wollte dich nicht lange aufhalten. Martin, ich möchte noch mal wegen des Konzerts mit dir reden. Weißt du, mir wird ja nichts anderes übrig bleiben, als hinzugehen. Aber so ganz alleine. Ich
jetzt dumm. Ich habe heute einen Unterrichtsabend bei der Bergwacht. Müsste ich dir nicht verschieben? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wegen dieser Niki. Ich dachte, wegen mir. Christel, manchmal weiß ich wirklich nicht, was du von mir denkst und von mir erwartest. Was soll ich von dir erwarten? Das weiß ich eben nicht. Hier, deine Karte. Kannst du dir Lissi schenken. Erste Reihe Mitte, blamierst dich also nicht. Darf ich Sie noch auf einen Drink einladen? Gut. Dann übernehme ich die Platzgebühren. Aber geh. Als Clubmitglied spiele ich natürlich umsonst. Aha. Aber wenn Sie sich unbedingt revanchieren wollen, gehen Sie mit mir aus. Oder hat Ihr Mann ausgerechnet heute Abend was anderes vor? Sieht nicht danach aus. Gut. Dann hole ich Sie nach dem Abendessen ab. Okay. Ich warte dann vorm Hotel. Haus verliert nix. Alles etwa. Leere Versprechungen. Morgen bin ich's bestimmt. Aber heute sind's unsichtbar. Ich brauch nicht Fleiß. Mein Gott, wie steh ich jetzt da? Hast du es immer noch nicht gefunden? Und sauber spät bin ich auch schon. Das verzeiht sie mir nie. Bei dir bin ich auf ewig unten durch. Hast mir auch überall geschaut. Geh tausendmal in der Werkstatt, in den Aschentonnen überrollen. Wie schaust denn du aus? Gehst du fort? Nein. Das kann ich nicht annehmen. Du gehst das ganze Jahr nirgends hin. Bitte, Bub. Nimm's, dann hast wenigstens eine fürs Mädel. Na, nie und nimmer. Bitte, nimm's jetzt. Meine Mutti, Mama. Und wenn der zahlt hat, dann sperren wir zu. Ha? Meinetwegen. Naja, es ist halt nicht seine Musik. Trotzdem. Tanja, was machst du für ein Gesicht? Ich begreife das nicht. Alois hat die Karten besorgt und jetzt kommt er nicht. Was kann da bloß schiefgelaufen sein? Wahrscheinlich liegt er noch unter seinen Autos und hat vergessen, wie spät es ist. Aber hier. Ich hab noch eine Freikarte. Oder willst du lieber warten? Nein, ich komme mit euch. Das ist die richtige Einstellung. Komm, Mädels. Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Ich meine, ich habe ja schließlich nicht wissen können, dass sich die Behandlung so auszieht. Die Patientin hat schwere Störungen im mentalen Bereich. Servus, Kameraden. Servus. Sag ja nicht, du hast auch eine Patientin am Hals. Wieso Patientin? Nein. Wie eine Kundschaft eingeladen, der ich Nachhilfeunterricht im Tennis gebe. Und welche Nachhilfestunden gibst du dir jetzt? Hä? Martin, erzähl ihm mal, was ihr freier Unternehmer alles einfallen lassen muss, damit er einen Umsatz zusammenbringt. Tja, hier noch an. Am besten, wir verlegen den Unterricht. Sag mal, auf Donnerstag? Donnerstag ist ideal. Sehr gut. Bis Donnerstag ist diese Behandlung definitiv abgeschlossen. Na ja, macht's nicht so weiter. Günther?
Nur damit unser Einsatzleiter auch mal recht kriegt. Machen wir so weiter. Ja. Servus. Weißt du, Emmeran, du hast das auch ein bisschen kurzfristig geplant. Und wir zwei haben doch auch Zeit. Apropos Zeit, wenn ich mich jetzt umziehen tät. Sag bloß, du gehst ein, das Konzert von dir, da grenzenlos. Überall hängen die Plakate umeinander. Geht. Lass mir das wirklich zu. Ich hätte sogar eine Karte gehabt, aber ich hab's der Lisi verehrt. Ich kann's höchstens abholen. Also dann. Bis morgen. Naja, macht's uns so weiter. 56. Ein Zähler bitte, wenn du es schon. Ein Zähler spielt mit meinem. Ein Zähler Ich habe gedacht, wir wollten uns um 9 vorm Hotel treffen. Ich weiß, aber ich habe es mir anders überlegt. Darf ich Ihnen trotzdem Gesellschaft leisten? Seien Sie mir nicht böse, Rob. Ich möchte jetzt alleine sein. Freilich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Salon 2 Knöbers, 35 Schwarz, Siderne, Carré, Cheval, en blanc. War noch der Beste und heute immer eine andere Zahl, ohne jegliche Regelmäßigkeit. Ich habe auch keine Lust mehr, mir neue Chips zu kaufen. Ich habe genug. Sie können meinen Platz haben. Schön. Das nennst du unabkömmlich. Hab sie nicht einlassen, oder? Hast du schon wieder genug? Da draußen ist es gemütlicher und leiser. Was ist mit dir? Ich wollte eigentlich die Lissi abholen. Das dauert noch eine Stunde. Neben der Christel müsste noch Platz frei sein. Auf die Frauen ist kein Verlass. Was ist denn passiert? Gar nichts. Erst habe ich meine eigenen Karten verloren, dann hat jemand vollgetankt und nicht bezahlt. Und am Schluss hat mich die Tanja versetzt. Und jetzt stehe ich da mit meiner halben Bier. Okay, nimm's nicht so tragisch. Überhaupt nicht. Nur ziehe ich jetzt andere Seiten auf, verstehst? Die Tanja existiert für mich nicht mehr. Und wenn ich den Misthund erwisch, der mir mein Benzin gestohlen hat, den mache ich ihren Kopf kürzer. Verstehst? Ja. Jan? Ah, der Conny. Hast du auch dein Programm geändert? Geringfügig. Ich war bei euch und da war alles dunkel. Da habe ich überlegt, wo die Lissi sein könnte. Und dann ist das Tierl gefallen. Als Chefin vom Verkehrsbüro ist die im Konzert, logisch. Logisch. Ich gehe ins heiße Stüberl und schwupps, Obi. In dem Aufzug? Du Geld. Sag für bloß nichts von meinen...
meine Umsicht. Richtig. Und zur Strafe gehst du jetzt mit uns dann rein. Ja, da wollte ich ansehen. Aber ja. Wir würden ihn gern sprechen. Ich bin allein. Polizei, machen Sie bitte auf. Moment, ich ziehe mich schnell an. Sie wünschen? Wir können dann reinkommen. Kollege Ferstl. Ist gut. Herr Angerer. Ist gut. Du schaust gleich mal auf den Balkon aus. Ja. Der graue Mercedes vor dem Hotel. Ist Ihr Wagen? Und der meines Mannes, wieso? Was ist damit? Frau Mattes, gestern gegen 23.30 Uhr ist in der Seefelder Fußgängerzone ein Mann überfallen und beraubt worden, der Geldbomben in eine Nachtresor werfen wollte. Die Täter waren ein dunkelhaariger Mann, Mitte 40, und eine blonde jüngere Frau. Wieso? Ich war doch gar nicht aus dem Haus. Aha. 4 Stunden vorher hat jemand mit ihrem Wagen beim Herrn Angerer seiner Tankstelle getankt, ohne zu bezahlen. Wir haben vom Hotelpersonal eine Beschreibung ihres Mannes, die sowohl mit dem Seefelder Räuber als auch mit dem Tankstellenbetrüger übereinstimmt. Ungefähr 45, circa 1,80, schlank, dunkelhaarig. Richtig? Richtig. Und jetzt hätten wir natürlich gern gewusst, wo ihr Gatte ist. Er ist Bergsteigen. Ich weiß nicht genau wo. Wir wollten eigentlich gemeinsam aufbrechen, aber er ist nämlich Frühaufsteher, müssen Sie wissen. Und bestimmt möchten Sie unter den gegebenen Umständen so schnell wie möglich mit ihm reden. Natürlich. Aber er hat mit dieser Sache nichts zu tun. Und Sie gehen ihm jetzt nach. Es ist Ihnen klar, dass wir Sie nicht allein lassen können. Wäre es Ihnen recht, wenn der Kollege Ferstl und ein paar Bergwachtler Sie begleiten?
Okay, das bleibt dir beim Auto. Ja, ja, ich rede schon nicht um. Ich bin sicher, dass sich alles im Wohlgefallen auflöst. Ich wünschte, es wäre so, aber irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Wie weit ist denn das? Da oben ist es. Was machen die ganzen Leute hier? Feiern wir eine Party oder was? Woher stammt dieses Geld? Oh. Ach, komm, das habe ich gewonnen. Das kann ja jeder sagen. Du nicht, weißt du nichts gewinnst. Moment, haben Sie das Geld im Casino gewonnen? Ja, natürlich. 5000 Mark. Genauso viel war in den gestohlenen Geldbomben drin. Also hier klauen, Moment mal, wieso soll ich 5000 Mark klauen, wenn ich 20.000 gewonnen habe? Was ist das für eine Logik? Ja, da gibt's ja Zeugen, nicht? Ja, genau, Kassierer, Croupier, eine Menge Leute. Warum hast du mich nicht geweckt? Weil ich allein sein wollte. Was meinst du, was das für eine Nacht war? Gut, ich habe 3 Chips geklaut, aber ich habe ja auch gewonnen. Wieso haben sie dann das Benzin unterschlagen? Das war doch vorher, Mann. Hauptsache, sie sind jetzt flüssig. Genau. Und es steht ihnen rechtmäßig zu. Pass auf, Alois, der Rucksack! Martin, ich glaube, ich habe einen Riesenschmarrn gemacht. Wieso? Was denn für ein Schmarrn? Oh, mein Gott, ich werde wahnsinnig. Total. Das muss wieder mir passieren. Emmeran, bitte komm! Emmentaler, er mit seinem Emmentaler. Da, da! Oh. Emmeran, ich brauche alle verfügbaren Mann. Alle, die du auftreiben kannst. Das haben wir. Nein, um Gottes Willen, kein Hubschrauber. Da, da! Leute, oh. Hilfe! Verstanden?